ich habe gesagt, ich verlose was. Nämlich die Badehose hier von Kiwami, Größe M. Und das mache ich jetzt auch. Also wie es im Tafelwerk steht, habe ich halt anhand der Formel, ja, Platzierung errechnet, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat. Ich fange gleich erstmal mit den Trostpreisen an. Und zwar 3 Aufkleber. Auch da habe ich natürlich die Formel aus dem Tafelwerk genommen. Und somit kann ich sagen, die Angaben sind mit Gewehr. Und zwar habe ich errechnet, also die Formel ist ja so, Schwimmen, Radfahren, Laufen. In den 3 Disziplinen habe ich jeweils die Platzierung genommen und halt die Formel mit X, Y, Z angewandt, klar. Dann habe ich aus den Kommentaren abgezählt. Und daher kann ich sagen, einmal 3 Aufkleber haben gewonnen. Tom, Matthias Heise und Dan Noss. Herzlichen Glückwunsch. Die können jetzt schon mal ausmachen, weil die haben den Hauptpreis nicht gewonnen. Und für alle anderen wird es spannend. Wer hat den Hauptpreis? Die Kiwami Badehose gewonnen. Da ist ja die Formel so, dass man sich da mit der Gesamtplatzierung erste Zahl mal zweite Zahl mal plus erste Zahl mal zweite Zahl minus dritte Zahl der Platzierung errechnet man ja den Gewinner. Und da hat gewonnen die Nummer 1 der Kommentare, also ganz, ganz unten stehend, Sören Lehmann. Ja, für alle, die es jetzt nicht geklappt hat, tut mir leid. Ich habe das eben nach der Formel berechnet. Seit der Verlosungsankündigung sind schon wieder 18 neue Abonnenten dazugekommen. Also es geht jetzt ja zap, zap, zap. Und deswegen dauert es nicht mehr lange, dann gibt es die nächste Auslosung für die 200 Abonnenten. Mal gucken, was es dann gibt. Weiß ich noch gar nicht. Aber bestimmt viel mehr. Also je schneller ihr für mehr Abonnenten sorgt, desto schneller gibt es die nächste Auslosung. Das ist ja logisch. Ich mache erstmal eine YouTube-Pause, fahre wie gesagt nach Warschau, kleiner Familienbesuch und mache dann dazu einen Beitrag, ein kleiner Reisevlog, Warschau-Reisevlog vielleicht, mal sehen. Und kann auch jetzt schon sagen, dass ich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit dies Jahr noch eine Mitteldistanz mache und zwar höchstwahrscheinlich den Müritz-Triathlon, aber das ist noch nicht 100%ig, aber ich habe eigentlich jetzt ziemlich Bock noch einen zu machen. Und der passt bei mir als einziger irgendwie so gut rein. Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Allen Abonnenten vielen Dank trotzdem fürs Gucken. Auch allen anderen, die noch nicht abonniert haben, danke fürs Gucken. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss. Achso, die Gewinner müssen mich unbedingt noch anschreiben. Bitte die Gewinner ihre Adresse an triabi70.3@gmail.com senden, damit ich die Gewinne auch zusenden kann. Sonst kann ich die dann auch immer weiter verlosen, wer jetzt nicht schreibt. Also, tschüss!